So, die nächste Frage, Frau Bach. Wie geht es eigentlich musikalisch bei Ihnen weiter? Was darf man demnächst von Ihnen hören? Ja, das frage ich mich auch schon seit 2 Jahren. Wir würden uns freuen. Deswegen frage ich das natürlich sofort auf der Wiese, wenn ich Sie treffe. Also ich habe jetzt 5 Texte geschrieben und bin bei Dietmar Kavol jetzt im Studio in München und singe die ersten 5 Texte ein. Also es ist schon mal der erste Schritt Richtung Album, aber es wird natürlich nächstes Jahr kommen. Okay, das heißt, wir dürfen gespannt sein. Es wird definitiv was kommen. Ja. Und als Sängerin, wenn man auf der Wiese ist, wie schont man denn da seine Stimme? Weil vielleicht haben Sie ein paar Tipps für mich, weil meine Stimme ist jetzt seit 3 Tagen komplett weg. Was kann man denn dagegen tun, damit die immer schön aufrecht und toll klingt? Also, du nimmst 3 Zwiebeln und kochst die auf. Okay. Dann nimmst du einen halben Becher Honig und rührst das da rein und dann kommt noch Vic Medi-Night und dann rührst du diese ganze Pampe zusammen und trinkst das. Frau Bach, ich vertraue Ihnen da, das wissen Sie jetzt, oder? Ja. Und ich poste das auf Ihre Facebook-Seite. Ja, bitte. Aber gut zu wissen, jetzt weiß ich das. Zum Schluss noch, Sie sind ja jetzt in München für Tonaufnahmen, wenn ich das richtig verstanden habe. Gibt es denn danach auch eine Tournee, wo man Sie wieder sehen kann? Ja, ich bin auf Tour ab dem 2. Mein Gott. Oktober bin ich auf Tour. Das kann man auf meiner Page sehen. Die Orte sind angegeben und das wird eine super Sache. Das ist sozusagen eine Vorankündigungstour, so nach dem Motto, ich bin mal wieder da und vorab eine Tour und dann gibt es auch ein Album. Und wir werden auch vor Ort sein, das verspreche ich Ihnen. Ich freue mich, danke. Was sagen Sie denn, dass es bei Big Brother kein Schlagerstar im Haus besetzt ist, mit keinem Schlagerstar? Ja, die Schlagerstars sind klug, die machen sowas nicht. Die brauchen das nicht? Nicht wirklich. Wer gewinnt Big Brother? Ich guck das nicht. Dankeschön fürs Interview und da sind wir uns einig. Vielen Dank. Dankeschön.